Ich bin gerade total blöd. Was wollte ich eigentlich? Fackeln. Und dann nehme ich mir noch Kohle mit. Einfach um noch für Nachschub zu sorgen, falls wir jetzt hier nicht genug haben. Oder sagen wir mal, falls das nicht reichen sollte. Blipp, machen wir mal wieder zu, die Türe. Die Falltüre. So, 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 so. So. Ja. Eigentlich ist die Nacht auch voll schön bei Minecraft. Also zumindest, wenn man Brightness auf High stellt. Also Helligkeit auf Hell. Brightness auf Bright. So, und ich überlege, ob ich hier Glowstone mache. Ich mache jetzt einfach mal so. Da kann man natürlich nicht hin machen. Dann mache ich, wisst ihr was, dann mache ich das so. Zack. Und zack. Und in der Mitte kann man natürlich nicht, weil das mal wieder... Oh, ich muss ich und meine geraden Zeilen beiräumen. Da kann ich dann immer in der Mitte keine Fackel machen. Egal. Vielleicht mache ich auch eine indirekte Beleuchtung oder... vielleicht mache ich auch im Boden irgendwie Glowstone. Haha, ja, stimmt. Da habe ich eine Idee. Das habe ich auf dem Server auch gemacht. Ha, mache ich jetzt schnell. Das mache ich jetzt schnell. Entschuldigung, aber das mache ich jetzt schnell. Das muss ich jetzt machen. Da muss ich meinen Tatendrang jetzt mal Folge leisten. Denn... mache ich doch erst nächste Folge eine Aufnahmepause. Oder in der. Also in der jetzt. In der, die jetzt kommt. Die folgende, die mache ich Aufnahmepause. Zumindest für heute. Gehen wir mal unseren Weg hier. Schade, dass man nicht weiterrennen kann, wenn man Inventar macht. Ja. Ich glaube, da hinten hatten wir Wolle gehabt. Mehr verrate ich jetzt mal nicht, aber nach drüben müssen wir sowieso nochmal, also nach oben. Nach oben. Zur Sonne. Weil da liegt noch der Glowstone. So, hier war die Wolle drin. Aber wir haben nur braune. Schade, ich hätte eigentlich gern braune. Aber braun kann man... Warte mal, wie ging braun nochmal? Ah, braun könnte man... Kakaobohnen? Grün war so ein Herstellungsprozess, der übelst nervig war. Übelst nervig, also extrem nervig. Nervlich. Nervraubend. Oder kann man jetzt seit neuerem über... Na, das war ja blöd. Kann man jetzt seit neuerem über Gras irgendwas machen? Ey, warte mal, da war Kohle. Danke. Gras. Nö, kann man nicht. Vielleicht so. Nö. Schade. Ich dachte, man kann jetzt hier irgendwie... Weil man kann es ja nur über Kaktus machen und Kaktus müsste man ja denn köcheln. Aber braun, boah, wie war ein braun? Ich glaube mit Kakaobohnen. Ich überlege gerade, ob braun überhaupt aussieht. Ich mach's einfach. Ich tu's aber mit einem Schiffchen, weil in meinen Statistiken steht ja, dass ich mit einem Schiff noch gar nicht geflogen bin. Übers Wasser geflogen, geglitten. Ha, ich dachte schon. Bötchen. Boah, das ist auch lange her, dass ich mal ein Boot benutzt habe. Ich glaube 100... Warte, lass mich ganz scharf überlegen. 145 oder so war ich, glaube ich, das letzte Mal, dass ich ein Boot benutzt habe. Lalalalalalalala. Können eigentlich diese komischen Unterwassermonster mir was anhaben, wenn ich hier im Boot sitze? Können die das? Hm, geht das? Dürfen die das? Können die das? Also ich meine jetzt nicht die Viecher da, also die... Tentakeldinger. Ich meine natürlich diese Gehirnfische, die einen voll böse anvisieren. Also von der Festung. Ach so, kann man auch. Man kann mit den Pfeiltasten und mit dem Blickfeld kann man lenken. So, jetzt darf ich natürlich hier nicht mein Boot kaputt machen. So, wie konnte man aufstehen? So, bremsen, bremsen, bremsen. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Dass es auch immer so brutal sein muss, so brutal spannend. So, ich habe einen Raum mit 36 Quadratmetern. Mit mehr als 36. Mit sogar nochmal plus die Hälfte. Ja. Ehe ich jetzt ausrechne, sage ich einfach, ich brauche viel. Das glaubt man immer gar nicht auf die Fläche so, dass das viel sein wird.
War das über Kakaobohnen oder war das... Ich glaube, das muss man direkt mit Kakaobohnen machen. Ja, Tatsache. Mist. Gut, dann haben wir schon mal 9. Und so, glaube ich. Ach, stimmt, hier kriegt man ja 3. Hehe, aber reicht trotzdem noch nicht. Dazu bräuchte ich auf jeden Fall erstmal Wolle. Ich überlege gerade, ob ich einfach mal wieder in meine erste Dimension haue. The first dimension. Hallo? Ach, da. Das fällt immer voll verwirrend, dann weiß man immer gar nicht, wo das hin ist. Dieses böse Spiel. Dieses böse, voll überforderte Spiel. Also, Rechner überfordert und so. Wird ja denn auch immer direkt die Werbung cool, denn im Internet stellen die fest, dass dein Rechner, Viren hat und voll langsam ist und überlastet ist von allem und der Welt. Und alles kann man beheben, wenn man einen kurzen Link anklickt. Und dann merkt man, dass es Werbung war und man voll reingelegt worden ist und das Postfach innerhalb von 5 Minuten mit 1000 Mails zugespammt ist. So, 31. Das heißt, das müsste eigentlich erstmal reichen. Egal, ich nehme jetzt hier den Strang noch mit. Boah, cool. So much Kakao Bones. So, und dann müsste es ja erstmal reichen. 43. Schäfchens haben wir hier leider nicht. Hm, Mist. Ah, ich hätte auch keine Schere. Nee, ich hätte keine Schere dabei gehabt. Hätte ich sie kaltblütig ermorden müssen. Und sowas macht man ja nicht. Mist, da ist schon das nächste Schaf. Ich weiß gar nicht, kann man eigentlich gefärbte Wolle nochmal färben? Weil das Schaf ist ja jetzt grau. Nehme ich jetzt einfach mal als Ausrede. Boing. Ja, wo ist unser schönes Bötchen? Das war ja da vorne. Hätte ich gar nicht schon so früh reinspringen müssen. Dürfen, können, brauchen. Platsch, platsch, platsch. Lauf. Hat hier schön angedockt. Lalalala, lalalala. Sieht das immer noch so cool aus? Nö, paddelt nicht mehr. Vor allem, wie schnell das Boot eigentlich mal ist, ohne dass Steve sich überhaupt bewegt. Oder in dem Fall wir, also Zeppin. Zeppin, Zeppin, Zeppin. Ja. Das ist spezial beschichtet und deswegen ist das so schnell. Deswegen braucht man das auch nur einmal anstupsen. Lalalala. Bing, 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 bing. Ob das Boot kaputt geht, wenn ich hier wen mitnehme? Also, ich meine jetzt hier so einen Tintenfisch. Tinti-Fischlein. Guten Tag, meine Damen und Herren. Wir sind angekommen auf Insel Stonehenge. An dem Minehenge. So. Wow, hat überlebt. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. So. Ich gucke mal, ob das funktioniert. Weil wenn, hätte ich auf jeden Fall das eine Schaf gleich mitnehmen können. Nee, geht natürlich nicht. Können wir natürlich nicht bleichen. So. Haben wir eine Schere? Eigentlich müssen wir doch... Hier haben wir eine Schere. Cool, dann gehe ich jetzt mal auf Schäfchenjagd. Und vorher gehe ich aber nochmal ins Häuschen hoch. Boah, cool, dann mache ich doch in der nächsten Folge. Mache ich doch in der nächsten Folge Feierabend. Ich muss nochmal den Überblick behalten. Ich muss ungefähr... So, sind Informationen, die euch gerade nicht interessieren. Wow, ist sogar weitergewachsen. Ich muss sagen, es klappt. Das freut mich. Dann ist irgendwann alles grün. Das ist schön. Dauert natürlich sein Weilchen. Aber gut, was soll's. Die Zeit haben wir und nehmen wir uns. Ich würde eigentlich gerne mal wissen, ob man schneller ist, wenn man zu Fuß hier hochgeht, den Berg, oder mit der Leiter hochkraxelt. Ich glaube, man ist tatsächlich über den Berg schneller. So, haben wir genug Schäfchen? Sind hier genug Schäfchen in der Umgebung? Warum sind hier so viele Schweinchen? Die brauche ich gar nicht. Böse ausgedrückt. Ausgedrückt. So, aber vorher wollte ich noch Glowstone mitnehmen. Ohne zu verraten, was ich vorhabe. Aber wir haben doch hier schon mal eine Schaf-Share-Runde gemacht. Wofür habe ich das nochmal ausgegeben? Weiß ich gar nicht. Oder sagen wir mal, weiß ich nicht mehr. Dann tue ich wenigstens mal so, dass ich es wusste.
Wo sind die ganzen Schäfchen hin? Seid nicht hier euch alle getötet? Na, schauen wir da mal hinten. Und verlaufen uns wieder. So, spring ich da rein oder? Ja, huha. Ich glaube, wäre ich zum Glück nicht tot gewesen. Schäfchen! Schafi, Schafi! Alter! Ich muss echt aufpassen, wo ich lang renne. Danke. Wie jetzt? Warum seid ihr alle so geizig? Bah, warum sind die so geizig? Die haben ja echt alles runtergeschraubt. 3! Yeah! Ne, es waren 2. Mist. Mist, Mist, Mist. Los, esst mal wieder. Dass sie mal so ewig brauchen. Wachs schneller! Wachs schneller! So, aus Stress musst du jetzt was essen und daraus folgt denn, dass wieder die Wolle nachwächst. Hoffe ich. Hoffe ich einfach mal, dass mein teuflischer Plan funktioniert. Ein Häschen. Ding, 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 ding. Dich kann man nicht scheren. Komm, würde auch die Frage kommen, was da rauskommt. Coole, coole Formation hier. Aber eigentlich ist doch eine Herde immer mit 4 Schafen, oder? Oh, cool, da sind genug. Dankeschön. Sogar 3, sehr großzügig. Ich glaube, die hatte ich noch nicht. Ding. Vielleicht ist das so, wenn man die schon mal hatte, denn... Na, obwohl, nee, das wäre zu viel Rechenleistung. Oder was heißt Rechenleistung? Wäre zu viel Bearbeitung, glaube ich, das für jedes einzelne Schaf zu speichern, was man, welches man schon hatte und welches noch nicht. Grauwolle, ach, ich mache mal auch mal nackig. Ja, gut. Wollte gerade sagen, dachte, das hat jetzt irgendwie komischerweise weißer gegeben. Riesenfeuerball. Riesenfeuerball. Machen wir mal so. Mit einem Schäfchen. So. Komm her. Nackig, nackig, nackig. Die kleinen Schäfchens. Müssen sie wieder am Kalten stehen. Oh, ich muss mich echt orientieren. Ich muss alle 5 Sekunden am besten zurückgucken, weil sonst bin ich hier wieder über alle Berge und dann hat sich das wieder mit dem kleinen Zeppelin. So, so. 42, das müsste eigentlich reichen. Ich gehe mal an allen Schäfchen nochmal vorbei. Hahaha, komm her. Also Schäfchen und alles müssen wir uns auf jeden Fall auch wieder zusammensuchen, aber ich denke mal, das wird kein Problem sein. Vor allem kann man ja jetzt, das ist ja jetzt voll cool bei Minecraft, da kann man ja mit einer Leine, kann man die jetzt alle hin und her zorren und anschimpfen. Nein, natürlich nicht. Man bittet die natürlich ganz lieb, die Leine umzulegen. Wenn sie es nicht machen, dann... Ja, dann sind sie selber schuld. Traurig gesagt. Nein, mit Leine geht das natürlich viel besser, da kann man die denn... alle zärtlich ins neue Heim zerren. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 48. Ich hoffe, das reicht jetzt erstmal. Ich darf auch nachts nicht draußen rumrennen. Hab ich leider nicht die Erlaubnis zu. Ist auch vom Gesetz her so gesehen. Geregelt, meine ich. So. Einfach zur Sicherheit. Hülle. Hier habe ich doch gerade noch ein Schaf gesehen. Das hat sich versteckt. Das listige Schaf. Da hinten ist noch eins. Wehe, ihr grast jetzt wieder. Weil sonst fühle ich mich verpflichtet im Inneren, weil sonst habe ich einen Gewissenskonflikt. So, ach, das passt perfekt. Nicht hingucken. Nicht, dass sie sich wieder nicht, dass sie wieder nachwachsen. Boah, die ist voll unscheinbar erst im ersten Moment, die Monsterfalle. Ach, die Monsterfalle, ich bin blöd. Die Erntemaschine. Voll unscheinbar. Sieht voll natürlich aus. Hier, sieht man doch. So, da unten leuchtet. Es glowt. Ich glaube, Fackeln sind mit einer Helligkeit von... Ich weiß es gar nicht, 14? Und ich glaube, Glowstone ist 15. Also ein noch mehr. So, haben wir sogar fast alle... Haben wir sogar fast alle Kakaobohnen verpflanzt. So, ich bin jetzt aber ehrlich gesagt... Ach, jetzt können wir ja zum Glück... Jetzt können wir hier wieder Fuscharbeit machen. Hehehe, da bin ich in meinem Element. Mein Element der Stärke... Mein Element der Stärke.
In Stärke des Element. So, dazu. So. Wo machen wir das hin? Einmal hier. Denn hier. Dann hier. Haha, warte mal, wir können ja auch... Ah, hier können wir ja... Nee, können wir nicht. Nee, egal, dann machen wir so. 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 Hohoho. Und so, dann passt es. Und ihr fragt euch jetzt, warum macht der Löcher in den Boden? Und warum macht der Blöcke auf den Boden? Nein, ist natürlich ganz logisch, wenn ich hier mit Glowstone arbeite. So. Und diesen komischen Knick hier habe ich gemacht, weil einfach, damit auch überall was hinkommt, hier ist es auf der Seite, hier ist es auf der Seite. Einfach der Ausgleichshalber. So, und da ja Glowstone so stark leuchtet, kommt das natürlich auch durch den Teppich durch. Dann kann man hier eine wunderschöne indirekte Beleuchtung machen. Dann sieht man die... Dann muss man nicht die ganze Zeit in das blendende... In die blendende Lampe gucken. Mist. Ich sehe doch jetzt schon, dass das nicht reicht. Das reicht doch. Alter, was für eine Ironie. Was für eine Ironie. Ironie, ey. Voll das Iro, ey. Ja. Und braun sieht sogar echt nicht verkehrt aus zu der Erde hier. Boah, das hat ja mal gepasst. Das ist ja cool. Das freut mich irgendwie. Dann muss ich irgendwie, warte mal, dann mache ich hier hinten so. Dann brauche ich das nicht mit mir rumschleppen. Dann weiß ich auch immer, wo es ist. Dann packe ich es nicht weg und dann denke ich mir so, oh, ne, wo kommt denn das eine her hier? Das machen wir mal weg. Ja, und dann würde ich sagen... Mache ich eine Aufnahmepause, begib mich in die Klause. Ja, dann hau ich mich hin und warte mal, ich muss mal gucken, wie das jetzt hier von der Helligkeit her ist. Im Moment ist es ja noch unterstützte Helligkeit. Ja gut, wird reichen. Warte mal, hier kann man ja voll cool F3 und da kann man ja hier, glaube ich, sogar die Helligkeit anzeigen lassen. Ich muss es nur finden. Genau, 12. Warte mal. 12, 14, 14, 14, 14, 14. Wo ist der Glowstone? Ich suche mal mit meinem Detektor den Glowstone. Hä? Der habe ich doch hier gemacht. Ja, 14, genau. Denn war Fackel, glaube ich... Ich glaube, Fackel war sogar nur 9, wenn ich mich nicht irre. Ja, hier sind überall 13. Der Helligkeitsdetektor sagt, hier spawnen keine Monster. Weil ich glaube, Monster spawnen erst bei 6 oder so. Und ich glaube, ja, hier sind überall 15. Ich frage mich auch ehrlich gesagt, warum? Warum sind hier 15? Der Sky ist 15. Warum? Es leuchtet doch nicht mal eine... Vielleicht haben sie es ja wirklich mit den Mondphasen irgendwie so gemacht, aber ist ja nicht mal Vollmond. Ist ja... Es ist, glaube ich, zunehmender Mond. Ja, na gut. Machen wir das hier mal weg. Das nervigt. Das nervigte. Das nervige machen wir mal weg hier. Ja. Dann machen wir vielleicht hier sogar noch ein paar Regale hin. Da kann man ja hier theoretisch ganz fein mitmachen. Ansonsten eine kleine Kommando-Base. Ja, vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht machen wir den Teppich auch nochmal irgendwie anders, weiß ich nicht. Einfach weil wir anders sind, oder ich. Und dann passt das schon. Gut, dann verabschiede ich mich und wir sehen uns ja dann in der nächsten Folge wieder, hoffe ich zumindest, dass du einschaltest und... Also ihr. Und hier haben wir nichts mehr drin, ne? Ich glaube, Glas werden wir auch erstmal nicht brauchen. Haben auch erstmal genug. Gut, dann sortiere ich das jetzt nochmal schnell ein hier. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann begebe ich mich in den wohlverdienten Feierabend. Nein, natürlich nicht. Ich hätte es ehrlich gesagt sogar noch Lust aufzunehmen, aber ich kriege langsam wieder Hunger. Und Durst habe ich auch. Und wenn ich mich hier so umgucke, sehe ich nichts, was man trinken kann. Zumindest nichts, was empfehlenswert ist zum Trinken. Da wäre denn hier zum Beispiel noch... Was habe ich denn da noch entdeckt? Ja, gut. Ich habe einfach irgendwie erstmal, was sie sagt, damit ich was sagen kann. Und etwas, was ich nicht trinken kann. Wie zum Beispiel hier. Ja, gut, alles klar. Dann, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.